Ein Glücksrad der etwas anderen Art war am Dienstag eine von 5 Stationen des Mitmachparcours der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Je nach Position des Pfeils waren die Schüler aufgerufen, ihre persönliche Einstellung zu HIV und AIDS in Fragen und Aufgaben zu testen. In Zusammenarbeit mit zahlreichen regionalen Partnern, vom Gesundheitsamt der Stadt bis zu verschiedenen Beratungsstellen, sollen mit dem Parcours Schüler des Philanthropinums und des Liborius-Gymnasiums, der Sekundarschule am Rathaus sowie des Berufsschulzentrums informiert werden. Oder besser gesagt, sensibilisiert. Denn theoretisch aufgeklärt sind die Jugendlichen heute meist längst, egal ob durch Eltern, Freunde oder Medien. Wir verbinden hier die Aktion, eine in Anführungsstrichen, mit der Diskussion und die Diskussion auf der Lebenswelt der Schüler. Damit erreichen wir es, dass Schüler sich hier öffnen, dass sie sehr viel von sich preisgeben und dass wir mit ihnen und dass sie untereinander ins Gespräch zu diesen Themen kommen. Und im Idealfall viel, viel mehr Fragen haben, als mit denen sie hier reingekommen sind. Das heißt, hier zu sensibilisieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu motivieren, diese Gespräche einfach auch in der Zukunft weiterzuführen. Methoden der Verhütung waren am Dienstag eines der Schwerpunktthemen. Die Pille schützt zwar vor Schwangerschaften, die Pille danach kann im Ernstfall ebenfalls eine Lösung sein. Gegen sexuell übertragene Krankheiten ist aber beides nutzlos. Und insbesondere die gefährlichste von ihnen, HIV bzw. AIDS, wird inzwischen nicht nur von Jugendlichen unterschätzt. HIV und AIDS wird in den letzten Jahren nicht mehr so stark als tödliche Krankheit wahrgenommen. Es hat sich inzwischen sehr viel auf dem Bereich der Medikamente getan, aber dennoch haben wir 3000 Neuinfektionen in der Bevölkerung. Das heißt, es sind letztendlich 3000 vermeidbare Neuinfektionen. Und hier einfach auch zu sensibilisieren, sich da mit dem eigenen Thema, mit der eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen. Das gelingt hier mit diesem Parcours. Und das ist ein Erfolg, den wir seit 16 Jahren haben. Aber diesen Erfolg haben wir nur, weil wir hier ganz viele Kooperationspartner zusammenbringen und weil wir auch immer ganz viel Interesse haben in der Region von den Schulen, wo wir hier sind, sich hier mit zu beteiligen. Immer wieder wurde am Mittwoch deutlich gemacht, dass die Gespräche und Spiele in lockerer Runde kein Wissen mit dem Holzhammer vermitteln sollten. Spielerisch mehr über die eigene Sexualität und auch über mögliche Gefahren zu lernen, stand im Mittelpunkt. Letztendlich eigene Verantwortung ist immer das Stichwort. Ich bin für mich persönlich verantwortlich. Ich bin im Zweifelsfall auch noch für meinen Partner, für meine Partnerin verantwortlich. Und dieser Punkt, die eigene Verantwortung, das ist ein Punkt, den wir hier mit den Schülern besprechen. Seit 16 Jahren ist der Mitmachparcours inzwischen in ganz Deutschland unterwegs. Viel hat sich seitdem in der Medizin und der Entwicklung Jugendlicher getan. Aufklärung über den Schutz der eigenen Gesundheit und vor allem offen über Wissenslücken und unbeantwortete Fragen zu sprechen, dürften aber auch in absehbarer Zeit nichts von ihrer Bedeutung verlieren.